Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohmtroh-Video. Heute bringen wir Farbe in eure Bilder und das nicht nur analog, sondern auch digital. Dazu aber zum Ende des Videos mehr. Erstmal der Vorspann, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Möglichkeit, die ihr habt, ist, ihr verwendet einen Blitz. Ich bin jetzt nicht so der große Freund vom Blitzen in der Fotografie, aber wenn ihr Farbe in dunkle Situationen reinbringen wollt, wie auf einem Weihnachtsmarkt oder wenn ihr in geschlossenen Räumen seid und ihr möchtet da gerne mehr Farbe reinbringen, dann ist so ein Blitz wirklich mal etwas, was man ausprobieren sollte. Hier ist der Blitz auf der La Sardina. Ist so eine Kappe drauf, eine rote, die kann ich abnehmen und kann die austauschen. Ich habe die nochmal in Blau und Grün und in Gelb. Die steckt ihr hier einfach auf den Blitz drauf und dann habt ihr wunderbar einen Blitz, den ihr verwenden könnt, um die Fotos komplett zu flashen. Ein weiterer Blitz, der bei mir in meiner Ausrüstung überhaupt nicht mehr fehlen darf, ist der Flashblitz. So klein ist er, der passt als Schuhding auf jede Kamera. Ist immer wirklich in meinem Rucksack dabei. Das Schöne ist, ich hoffe man sieht es, ja, man kann hier die Farben verändern. Man dreht hier einfach an dem Rad und schon habe ich einen roten Blitz, dann habe ich einen gelben Blitz. Und so geht das Ganze weiter. Hier ist nochmal ein blauer und ich habe noch ganz viele Folien dabei, die ich da reinschieben könnte, wenn ich andere Farben gerne haben möchte. Der ist schön klein, der ist handlich, der passt in die Hosentasche und auch den nutze ich sehr, sehr gerne, um einfach Farben reinzubringen. Ich nutze das Ganze gerne mit der LCA. Ihr seht, hier habe ich zwei Folien draufgeklebt. Einmal hier eine blaue, dann in der Mitte habe ich es weiß gelassen und darüber eine rote Folie. Somit bekommt ihr auch wunderbare Farbeffekte. Probiert es einfach aus. Diese Folien erzeugen wunderbare Stimmungen und zwar auch bei Regen. Ihr müsst gar keinen großartigen Sonnenschein haben. Die Fotos werden trotzdem sehr, sehr schön. Die dritte Möglichkeit sind natürlich Effektfilme. Ihr könnt euch einmal diese Effektfilme selber kaufen. Da gibt es ganz viele Anbieter im Internet. Ich habe in Wien zum Beispiel diesen hier benutzt und da sind wunderbare Aufnahmen bei rausgekommen. Sehr empfehlenswert, damit habe ich angefangen, ist der Crossbird-Film. Der macht auch wunderbare Fotos, wenn ihr jetzt mal hier die Fotos seht. Diese Fotos sind entstanden bei schlechtem Wetter. Es hat geregnet. Ich hatte einen kompletten Rucksack mit Kameras dabei und ich hatte sowas von keinen Bock mehr, weil ich gedacht habe, die Aufnahmen werden alle Schrott. Und jetzt guckt euch diese satten Farben an. Es macht einfach Spaß. Ihr müsst aber gar nicht unbedingt Effektfotos kaufen, ihr könnt sie auch selber machen, relativ günstig. Da zeige ich euch ja immer meine Filmzerstörungsvideos. Lasst euch da mal ein bisschen inspirieren, Links unten in der Videobeschreibung. Ja, und somit kann ich nur aufrufen, bringt Farbe in eure Fotos, probiert euch aus, macht es einfach. Es muss aber in der dunklen Zeit gar nicht immer die analoge Fotografie sein, wo ihr die Farbe reinpackt, sondern ganz einfach in eure ganz normalen Handy-Fotos. Dazu braucht ihr einfach nur euer Handy und einen Bumper, den man sowieso meistens besitzt. Da klebt ihr einfach ein Stück Folie eurer Wahl rein, klackt das Handy da ganz normal rein und dann geht's los. Und der Vorteil ist, ihr könnt nicht nur Fotos damit machen, sondern ihr könnt die Farbe auch in eure Videos mit reinbringen. Lasst euch inspirieren, macht schöne Videos, macht schöne farbvolle Fotos, zeigt sie mir, zeigt sie dem Internet. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Fotos, die man so machen kann, so eine kleine Slideshow. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Ganzen einen Daumen nach oben, damit ich bei YouTube im Ranking erscheine. Abonniert diesen Kanal für weitere Videos. Es kommt natürlich noch eine Menge. Ich habe viele Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Denkt dran, die Schönheit liegt im Unperfekten. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.